Mahlzeit, hallo, grüß euch. Ja, wie ihr schon im Vorspann gesehen habt und jetzt glaube ich auch gerade an dem kleinen Einstieg Feierabendstimmung nach Hause kommen, so richtig schön nach einem anstrengenden, jetzt momentan auch heißen Tag auf der Terrasse sitzen und dann wirklich gemütlich ein Pfeifchen anzünden mit dem leckeren Tabak, der nicht belastet, und ein leckeres Bierchen dazu. Wir wollen mal Corona in einer anderen Art und Weise mal erwähnen. Hervorragendes Bier aus Mexiko. Und das führt mich automatisch heute zu unserem kleinen Tabak-Review. Den Tabak, um den es heute geht, aus der neuen, besser gesagt aus der altbekannten United Passion Serie von HU Tobacco, hat uns der liebe Hans den Coming Home auf den Markt gebracht. Und eigentlich, ja, für mich so eigentlich ein Tabak, der wirklich so sinnbildlich dafür steht, fürs Nachhausekommen, fürs Runterkommen, fürs Entspannen, fürs Genießen. Ein Tabak, der eigentlich nicht belastet, der eigentlich total mild, auch zungenmild vor allen Dingen daherkommt, der eine schöne Süße mit sich bringt und natürlich ein absolut HU-typisches, hervorragendes Flavor. Denn was haben wir hier? Wir haben hier einen Tabak. Ich zeige euch natürlich auch das Tabaksbild, das blende ich euch natürlich ein. Wir haben hier wunderschöne Virginia Grades, süße Virginia Grades aus Mysore und im Ready Rubbed und haben dazu beigemischt als Unterstützung einen kräftigen Burley. Und wenn man schon hier an dieser Dose schnuppert und sie eigentlich schon öffnet, da kommt einem ein hervorragendes Honigflavor entgegen, was ich glaube ich auch behaupten möchte, sowohl im Rauch als auch hier aus der Dose, glaube ich, ist es das beste Honigflavor, was wir momentan auf dem Markt in Form eines Tabaks haben. Und gesellen tut sich dazu noch ein leichtes, dezentes Rosenaroma, wobei ich wirklich sagen muss, wenn man in die Dose hineinriecht, ist das der Honigduft auf alle Fälle dominierend, aber dieses Rosenaroma, dieses Rosenöl schwebt so ganz dezent im Hintergrund wahrnehmbar auf alle Fälle. Es ist da, es ist definitiv da. Man nimmt es wahr, aber es ist nicht aufdringlich. Und ich hatte wirklich Sorge, als ich gehört habe, mit was der Tabak aromatisiert ist, dass das Rosenaroma hier eventuell wieder was erschlägt oder sowas. Aber es ist wunderbar dosiert und wirklich ein Hauch davon drin. Und es unterstützt eigentlich, finde ich, diese süße Blumigkeit, diese süße Heuigkeit des Virginias ungemein gut. Also es ist wirklich ein Genuss. Ihr seht es ja auch am Tabaksbild oder habt es am Tabaksbild gesehen, wie wunderschön hervorragend, dass der Tabak daherkommt. Ja, da hat sich Hans eigentlich ein Blend zusammengestellt, eigentlich für sich. Gar nicht mal so wirklich gedacht im ersten Moment an die Vermarktung. Und wollte sich eigentlich mit diesem Blend so ein Revival, eine Erinnerung schaffen, wie ein Tabak, den er früher gerne vor Jahrzehnten geraucht hat, ihm gut gefallen hat. Ein süßer, unaufdringlicher Tabak, dezent aromatisiert, eben was du eben den ganzen Tag so wunderbar dahin rauchen kannst, ohne dass der Tabak dir irgendwelche Probleme macht. Und ich denke, wir müssen da echt froh und ich bin da echt auch dankbar, dass uns Hans diesen Sommertabak eigentlich geschenkt hat und auf den Markt gebracht hat, weil ich glaube, der kann uns den ganzen Sommer über wunderbar begleiten. Natürlich, wer dieses Aroma oder gar kein Aroma möchte, wird natürlich hier auch nicht das Wunderwerk finden. Aber allejenigen, die wirklich so ein ganz leichtes, schönes, dezentes und vor allen Dingen natürliches Aroma mögen, die sind hier bestens aufgehoben. Und ich muss wirklich sagen, ich rauche den Tabak jetzt wirklich schon bestimmt über eine Woche oder 10 Tage täglich fast und immer zu verschiedenen Uhrzeiten, und es ist wirklich ein absoluter Genuss, egal wann und egal zu was, passt zum Bier, passt zum Kaffee, es ist wirklich ein Genuss. Ja, und natürlich habe ich in der ganzen Aufregung natürlich wieder vergessen, euch zu sagen, was ich rauche. Das ist eine Freehand von Jochen Wernicke, eine schöne Band, eine wunderschön gemachte Pfeife. Kann man überhaupt nichts sagen. Ein schwarzer Acrylring, dann diese kräftige Acryl-Applikation hier am halben Ende und dann hier ein Cumberland, schönes Cumberland-Mundstück. Ich hoffe, das kann man ein bisschen erkennen. Naja,
Aber es ist auf alle Fälle eine wahnsinnig schöne Cumberland-Mundstückarbeit. Und darin befindet sich ein 6 mm Filter, diesmal von Giese. Bin ja immer noch am Testen der Filter. Und ja, drum wollte ich euch natürlich das nur noch dazwischen hineinfügen, dass ihr wisst, was ich überhaupt hier rauche. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Der Tabak war vielleicht, als ich die Dose aufgemacht habe, ganz leicht ein bisschen feucht, aber definitiv natürlich nicht nass. Aber durch das, dass er jetzt da schon ein bisschen auf ist und so ein ganz leichtes bisschen antrocknen konnte, ist es auf alle Fälle jetzt für mich perfekt konditioniert. Nimmt auch Feuer gut an und hat einen wunderbaren Abbrand. Die Süße, das Aroma, trotz dessen, dass es eigentlich vorrangig Virginia dominierende Tabake sind, sehr zungenmild, sehr gnädiger Tabak. Natürlich jeder Virginia mit Bedacht rauchen, das ist klar, aber der ist auf alle Fälle sehr gnädig. Nicht belastend, maximal anfangen von mittelkräftig. Und beim Rauchen selber ist dieses Rosenaroma eigentlich dezent nur im Nachgang spürbar für mich. Du hast es quasi durch den Rauch dominierend, das Honigaroma, und leicht, wenn der Rauch dann ausgeblasen ist oder der Tabak gerade so ein bisschen wieder die Geschmacksknospen verlässt, bleibt so ein ganz leichtes Rosenaroma übrig, das du dezent wirklich da wahrnehmen kannst, ohne dass es dich auf alle Fälle stören wird oder so. Natürlich in keinster Weise vergleichbar mit einem Lakeland-Tabak, ne? In keinster Weise, dieses Seifige, natürlich ist überhaupt nicht da. Also für mich ein Tabak, sehr gelungen, kann ich euch nur empfehlen, wer da Lust drauf hat, auf einen leichten Sommertabak mit einem Aroma, das glaube ich auch wirklich zu dieser Jahreszeit gut passt, wird hier auf alle Fälle nicht enttäuscht werden. Seht ihr, nimmt wunderbar Feuer an. Absolut superklasse. Ihr kriegt den Tabak in der 50 Gramm Dose, so wie ich sie auch hier habe, für 10,50 Euro. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Preis für so einen wirklich super gemachten und hochwertigen Tabak, wie wir sie auch von Hans gewohnt sind. Also mir macht auf alle Fälle Freude. Ja, das soll es diese Woche schon wieder gewesen sein. Nächste Woche schauen wir uns einen anderen Tabak an. Ein bisschen einen kräftigeren Kandidaten. Aber gefällt mir auch sehr gut. Ich werde jetzt hier noch mein Corona genießen. Und das vernichten, dass das Corona vernichtet wird. Auf euch übrigens. Ah, und wir beim Pfeifchen noch genießen. Ich grüße euch auf alle Fälle alle. Ihr wisst ja, bleibt, werdet gesund. Genießt euer Wochenende. Das Wetter soll jetzt wieder ein bisschen schlechter werden bei uns. Heute war es aber echt knalleheiß. Aber genießt es einfach. Und kommt runter, zündet euch eine Pfeife an. Lasst euch nicht stressen. Und lasst einfach nach Hause kommen bei gutem Tabak. Und lasst es euch einfach gut gehen. Bis nächste Woche. Macht's gut. Servus.